Auf der internistischen Station wird ein Familienvater mit akuter Atemnot eingeliefert. Wegen chronischem Muskelschwund sitzt der Mann im Rollstuhl. Nachdem er untersucht und geröntgt wurde, klärt Dr. Charlotte Engel den Mann auf. Herr Ahrens? Ja? Sie haben eine Lungenentzündung, ja? Ich habe sowohl auf der Lunge Rasselgeräusche rechts basal, also rechts im unteren Teil des Lungenflügels gehört, als auch sieht man das im Röntgenbild, ja? Haben Sie Allergien? Nein. Genau, das ist wichtig für vor allem die Antibiotikagabe. Ja? Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den Sauerstoff, ne, und messen mal eben die Vitalparameter. Ja? Kiki? Alles klar. Kannst du ihn mal kommen, bitte? Ja. Pass auf, kannst du mir sofort 3 Gramm Unazid bitte fertig machen? Ja. Und am besten auch irgendwie Nasensonde oder irgendwas für Sauerstoff. Ach so, schon perfekt. Danke. Der Patient hat sehr viel gehustet. Als er zu uns auf Station kam, hatte ich Gott sei Dank schon Laborwerte und ein Röntgenbild, sodass ich ganz schnell die Pneumonie erkannt habe und ganz schnell mit der antibiotischen Therapie begonnen habe. Jetzt würde ich gerne mal wissen, warum sitzt er im Rollstuhl? Ja. Warum sitzen Sie im Rollstuhl? Also, du brauchst nichts sagen, Georg. Also, vor 25 Jahren wurde Muskelschwund bei ihm festgestellt. Muskelschwund? Ja, und... Und ist er in Behandlung? Nee. Warum? Er ist die ganze Zeit nicht, er wollte nicht in Behandlung gehen, weil... er ist der Meinung, dass ihm sowieso nicht geholfen werden kann und hat sich jetzt einfach damit abgefunden. Und ich sag zwar immer, eigentlich wäre es ganz gut, aber er... meint, es kann ihm eh nicht geholfen werden. Er hat sich halt damals damit abgefunden. Ja. Ja. Wir müssen ihm gleich die Hose noch mal ausziehen. Schade, ja. Aber... Ist das, also ich sag mal, von seiner Muskulatur her, ist er ja gar nicht so schwach. Also, oder es ist ja nichts jetzt verformt in dem Sinne. Ich habe gestutzt bei der Anamnese vom Patienten, weil sich normalerweise nach so vielen Jahren, er berichtete von 25 Jahren, die Gelenke und die Muskulatur deutlich verformen. Und das war bei ihm nicht der Fall. Und vor 25 Jahren waren Sie mal bei einem neurologischen Kollegen? Ja. Ja? Und aber das nützt doch alles nichts. Und können Sie mir noch mal einmal erzählen, was der diagnostiziert hat? Muskelschwund. Muskelschwund? Ja, Muskeldystrophie. Dystrophie. Nehmen Sie Medikamente? Nee, es bringt doch alles nichts. Die Infusion hängt auch, ne? Wenn die leer ist, machen wir ruhig eine zweite ran. Der braucht eine Flüssigkeit. Ja, geh mal einmal raus telefonieren. Ich komme sofort wieder, ja? Okay, alles klar. Alles okay, ne? Auch wenn der Patient wegen einer Lungenentzündung eingeliefert wurde, macht die Muskelerkrankung die Ärztin stutzig. Sie sucht Rat bei einem Kollegen und informiert im Anschluss die Familie über das Gespräch. Ich habe eben mit einem neurologischen Kollegen telefoniert und habe ihm den Fall hier geschildert. Ich glaube, dass jetzt die neurologische Erkrankung jetzt nichts mit der Lungenentzündung zu tun hat. Nichtsdestotrotz möchte ich erstens ihn einschalten, dass er ihn noch mal komplett neurologisch untersucht. Okay. Das was jetzt in 25 Jahren eigentlich nicht mehr stattfand. Ne? Genau. Sehr wichtig war mir, dass ich meinen Kollegen, den Neurologen, hinzugezogen habe. Denn wenn man eine Vermutung hat, dass eine Fehldiagnose diagnostiziert wurde, sollte man vorsichtig sein, bis man sich wirklich sicher ist, um das dem Patienten mitzuteilen. Und das Zweite ist, wir nehmen noch mehr Blutwerte ab. Mhm. Ne? Die müssten aber so hoffentlich bald kommen. Okay. Und dann kann ich Ihnen mehr sagen. Ja. Ja? Okay. Ja. Haben Sie irgendwie so einen Verdacht oder so, auf was tippen? Sie haben ja Vermutung. Ich habe eine Vermutung, ne? Aber das hat sich noch nicht bestätigt. Und da würde ich Ihnen jetzt ungern, jetzt Versprechungen machen, die ich nachher nicht halten kann. Ja? Was aber auf jeden Fall jetzt besser werden müsste, ist durch das Antibiotikum vor allen Dingen seine Lungenentzündung. Ne? Okay. Und das ist, wie gesagt, das kriegen Sie auf jeden Fall in den Griff, ja? Also, das kriegen wir hoffentlich in den Griff. Okay, alles klar. Ja? Mhm. Bis zum Eintreffen der Blutergebnisse heißt es abwarten. Dann wird sich zeigen, ob der Mann tatsächlich seit 2 Jahrzehnten mit einer Fehldiagnose lebt. Einige Stunden später gibt es erstaunliche Untersuchungsergebnisse. Dr. Charlotte Engel zweifelte bereits im Vorfeld daran, dass der Mann wirklich an Muskelschwund leidet. So, wie geht's? Mir geht's schon wesentlich besser. Oh, das freut mich, ne? Dann haben also das Antibiotikum wirkt schon, ne? Und die ganzen Erweiterung der Lunge wirkt auch schon. Ja, so, jetzt habe ich mit meinem Kollegen ja besprochen, dass wir noch einen besonderen Antikörpertest machen. Das heißt? Und der weist auf eine andere Erkrankung hin, als Sie geglaubt haben. Ja? Okay.
Sie kamen mit der Diagnose Muskeldystrophie. Ja? Das ist uns immer gesagt worden. Genau. Und was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, dass Sie eine Muskelschwäche haben. Die Krankheit, die dahinter steckt, ist die Myasthenia gravis. Ja? Und was ist da jetzt der Unterschied? Also der Unterschied ist ja, also wenn wir ihn behandeln, ja. Er kann behandelt werden. Und wenn alles gut geht, kann er wahrscheinlich hoffentlich bald wieder ein paar Schritte gehen. Ernst? Ja. Das ist ja. Ich kann mit Leon laufen. Das gibt's ja nicht, oder? Alles jetzt nur durch die Ich will ihn jetzt aber. Genau. Bevor wir weiter uns freuen, ja, möchte ich ihn jetzt ganz dringend zum Neurologen schicken, dass wir ein Konsil machen. Sie kommen danach auch wieder. Okay. Ja. Bei der Myasthenia gravis ist die Übertragung zwischen Muskeln und Nerven gestört. Man kann aber durch Medikation den Zustand deutlich verbessern, also die Nervenfunktion verbessern und die Antikörper blockieren. Ob die Behandlung anschlägt, wird erst die Zeit zeigen. Denn die Muskulatur des Mannes hat sich nach den vielen Jahren im Rollstuhl zurückgebildet und muss in einer Reha-Therapie neu aufgebaut werden. Eine Woche später schaut die Ärztin nach dem Patienten. Sie will sehen, ob seine Lungenentzündung ausheilt und welche Fortschritte er mit den Beinen macht. So, wunderbar. Das ist wirklich Blande wieder. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, also Sie sind ja auch bei dem Neurologen. Der hat Ihnen ja Medikamente jetzt angesetzt. Wie läuft das denn? Also ich sag mal so, im Moment habe ich noch keine Besserung gespürt. Noch keine Besserung. Ich versuche mein Bestes. Ja. Nur es will scheinbar nicht. Okay, ich würde gerne noch einmal testen, ja? Wir machen die Decke mal ab. Ja, ich kann sie auch wieder. Ja. Geht zu Papa in den Arm, ne? So, ich würde Sie bitten, das Bein hier mal ganz minimal, es reicht schon wenig, versuchen hochzuheben. Ein ganz kleines Stück. Ich habe es schon so oft probiert, das funktioniert nicht. Das ist auch noch nicht schlimm, wenn es noch nicht heute klappt, ja? Du schaffst das, auf jeden Fall. Och, der Kleine, wie süß. Okay, wenn das Bein nicht geht, versuchen Sie vielleicht das Bein. Ganz minimal, ganz bisschen anheben. Kleines bisschen. Dass Sie bald mit Ihrem Sohn mal Fußball spielen können. Du schaffst das, Leon. Oh, genau. Ein kleines Stück. Kleines Stück. Ja. Ja, wunderbar. Okay, reicht schon. Nur damit wir Fußball spielen können. Ja, wie schön. Ach, wie schön. Das freut mich auch. Ne? Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Leon hat seinem Vater total geholfen, denn er hat ihn sehr motiviert. Und das war letztendlich, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass er sich so anstrengte, dass sein Bein letztendlich sich bewegt hat. Alle haben sich wahnsinnig gefreut, angefangen von seinem kleinen Jungen, dass er jetzt bald hoffentlich mit Papa Fußball spielen gehen kann. Das, was Sie jetzt noch machen müssen, ist ganz, ganz viel Reha. Ne? Ich freue mich wirklich mit Ihnen, dass das jetzt so einen guten Ausgang. Jetzt. Genau, jetzt wird gekämpft, jetzt muss gearbeitet werden, jetzt müssen Sie ganz viel Physiotherapie machen. Und ich bin aber irgendwie guten Gewissens, dass Sie bald jetzt sind auf den wir so weit gekommen. Gehen. Also wirklich Glück im Unglück, ne? Genau. Die Lungenentzündung hat er jetzt eigentlich ein neues Leben wieder. Genau. Ja, ich freue mich mit Ihnen. Wie schön. Für mich als Ärztin, da sieht man auch schon viel Leid. Aber heute war ein schöner Tag, denn ich konnte nach 25 Jahren im Rollstuhl den Patienten sein Bein bewegen sehen und habe eine tolle Familie lachen sehen und das war schön. Nach einer 6-wöchigen Therapie konnte der Familienvater zum ersten Mal kurz aus seinem Rollstuhl aufstehen. Nicht nur er ist froh, dass ihn die Lungenentzündung in die Klinik am Südring geführt hat und dort die eigentliche Ursache seiner Muskelkrankheit gefunden werden konnte.